Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Im heutigen Video zeige ich dir, wie wir uns eine coole Vorrichtung bauen. Und die könnt ihr benutzen, um zum Beispiel solche spitze Winkel schneiden zu können. Viele hatten das Problem bestimmt schon. Je nachdem, wie groß das Brett ist, was ihr schneiden möchtet, kommt ihr mit eurer Tischkreissäge ohne Anbauteile nicht weit genug. Denn ihr könnt halt von 90 Grad bis 45 Grad könnt ihr hier alles schneiden, aber wenn die Winkel spitzer bzw. kleiner werden, könnt ihr das hier mit ohne Vorrichtung halt eben nicht mehr machen. Genau dann kommt hier diese Vorrichtung ins Spiel, denn mit dieser Vorrichtung hier könnt ihr eben die andere Seite von eurem Kreissägeblatt ausnutzen und die spitzen Winkel schneiden. Ihr habt hier die Möglichkeit, euer Werkstück 90 Grad zum Sägeblatt einspannen zu können und da habt ihr in der Mitte noch zusätzlich eine Nut, wo ihr dann schmale Stücke festspannen könnt. Wenn die Teile breiter sind, werde ich dir im Video zeigen, wie man es dann sicher festspannen kann. Ich werde auch ein paar Sicherheitshinweise geben, speziell zum Thema Spannen. Denn hier sollte man vielleicht nicht jede normale Schraubzwinge benutzen. Hier sollte man vielleicht diese benutzen. Warum, werde ich dir im Projekt auch erklären. Das ist wirklich eine coole Vorrichtung. Und jetzt werde ich dir zeigen, wie man sich das bauen kann. Und am Schluss vom Video siehst du auch das Teil in Benutzung. Und muss man ein bisschen aufpassen, aber mehr will ich dazu jetzt nicht sagen. Das siehst du gleich. Viel Spaß. Endlich beginnt ein neues Projekt. Ich bin gespannt, wie es am Schluss funktionieren wird. Aber grundsätzlich werde ich hier für diese ganze Vorrichtung, für die spitze Winkel, Multiplex benutzen. Grundsätzlich fängt ja jede Art von Schiebeschlitten eigentlich erstmal gleich an. Als erstes brauchen wir hier eine Leiste, die hier gut reinpasst. Und als nächstes brauchen wir so die Grundplatte, die dann später mit der Leiste verschraubt wird. Und schon haben wir einen kleinen Schiebetisch und darauf können wir aufbauen. Das ist jetzt erstmal das Wichtige. Die Platte ist verschraubt und ihr seht, ich habe es leicht überschüssig angesetzt. Das bedeutet, jetzt schneiden wir einmal und wir haben genau den Sägeschnitt an dem Brett. Ich habe mir gerade hier diese beiden schönen 45 Grad Streifen zugeschnitten. Das ist nur wichtig, dass er sie markiert und später gleicherweise aufstellt und sie nicht irgendwie verdreht. Ich will das Ganze hier vorne festschrauben. Dazu will ich mir aber hier ein bisschen Luft nach vorne lassen. Und das markiere ich mir gerade einfach so. Dann habe ich die Mitte schon. Und kann es hier gleich durchbohren. Beziehungsweise jetzt. Ich habe gerade schnell hier ein Stück Multiplex zugeschnitten und das wird später unsere Auflage sein für die Hölzer, die wir dann festspannen. Thema Festspannen, dafür werden wir jetzt hier eine Nut ungefähr bis hier hin machen, damit wir mit unserer Zwinge dann überall hinspannen können. Das bedeutet, wir müssen ungefähr in diesem Radius dann spannen können. Die Trennschnitte werde ich an der Tischkreissäge machen und dafür werde ich das Sägeblatt relativ hoch stellen, denn so wie es jetzt ist, steht es relativ steil und wenn wir dann reinschneiden, wird der Schnitt länger als wir eigentlich wollen. Let's screw tonight. Ich habe das Brett gerade viermal falsch dran geschraubt. Eins, zwei. Ah, nee, es war nur dreimal. War nur dreimal falsch angeschraubt. Als nächstes können wir genau dieses Brett, was wir dreimal falsch vorgebohrt haben, festschrauben. Ich habe hier oben schon ein bisschen vorgebohrt. Ich lege mir jetzt hier unten das Holz runter. Das muss auch alles schön bündig anliegen, damit es noch seinen richtigen Winkel hat.
Ja, das wollte ich sagen. Das war nicht so richtig, kann das sein? Doch, es war richtig. Ach komm, die ist doch eh nur drin, damit es schön aussieht. Let's make selfie and a first test cut. Chakalaka, Chakalaka. Ach komm, das sieht scheiße aus. Jetzt werden wir hier diese misslungene Leiste, bin ich erstmal hier zur Kante festmachen. Und danach werden wir mal checken, ob das Ganze 90 Grad hat. Denn wenn ihr damit mehrere Schnitte macht und die Teile dann immer ein bisschen schräg stehen, dann wird dann euer komplettes Konstrukt voll aus dem Winkel stehen und das wird dann sau doof aussehen. Also machen wir jetzt erstmal zwei Schrauben rein und testen das Teil. Jetzt kann ich euch auch gerade noch kurz an diesem Stück zeigen, wie ich mir gedacht habe, dass man das sicher spannen kann. Wenn ihr schmale Leisten habt und würdet das nur hier oben spannen, wäre es vielleicht ein bisschen wenig. Aber durch hier diesen Hut könnt ihr dann auch die Teile hier unten spannen. Wenn ihr breitere Teile habt, habt ihr logischerweise hier oben mehr Spannfläche. Dann könntet ihr es hier oben mit zwei spannen und könntet es dann gut schneiden. In dem Fall ist das hier breit genug. Das bedeutet, ich kann von oben zwei Zwingen ansetzen. Oder auch nur eine. Wenn ihr übrigens öfters solchen Kram sehen möchtet, dann könnt ihr abonnieren. Denn hier auf diesem Kanal erscheinen regelmäßig Videos über Vorrichtung, Möbel und mein Laber. Jetzt aber wirklich ein kleiner Sicherheitshinweis. Wenn ihr an Maschinen arbeitet, dann entstehen meistens Vibrationen. Schwingschleifer, Tischkreissäge, Hobelmaschine, Kantenschleifer. Da entstehen überall ganz, ganz feine Vibrationen. Hier diese Schraubzwinge ist auf jeden Fall safe, denn die rastet ein. Die wird sich nicht lösen. Hier aber bei den normalen Schraubzwingen könnte es vorkommen, könnte es passieren, dass hier das Gewinde sich durch die Vibration aufschraubt und dann das Ganze nicht mehr spannt. Je nachdem, was ihr macht, könnte es gefährlich sein, wenn sich das hier während einem dickeren Schnitt löst, wenn ihr massivholz schneidet und das dann ins Sägeblatt reinfällt, dann könnt ihr da schon ziemlich Speed bekommen, wenn das wegfliegt. Das muss nicht passieren, es kann passieren. Mein Großvater hat zum Beispiel immer mit vier Schraubzwingen auf so einem ganz kleinen Anhänger große Platten transportiert, mit dem Auto auf der Straße. Und ich habe die besten Beispiele. Mein Großvater, die haben früher eh Zeug gemacht, wo man heute denkt, so, Alter, bin ich bekloppt? Ich weiß, das ist jetzt kein Gesetz, das kann passieren, ich wollte es nur mal kurz gesagt haben. Zum Beispiel mein Großvater, der hat früher auch normale Schraubzwingen benutzt, wenn er Holzplatten auf dem Anhänger transportiert hat. Die haben in keinster Weise im Anhänger gelegen, die haben auf dem Anhänger auf zwei Hölzchen gelegen. Das hat er mit vier Schraubzwingern festgemacht und anscheinend hat es immer gehalten, denn er hat, glaube ich, nie einen Unfall gebaut, dass die Platte hinten abgeschmiert ist. Aber ich würde es halt nicht drauf anlegen, jetzt wisst ihr es, das könnt ihr selbst entscheiden. Das hat mal gerade wieder gezeigt, wie schnell so Holz, das auf das Sägeblatt voll wegfliegen kann. Ich habe den Schnitt gemacht. Auf jeden Fall können wir jetzt trotzdem mal schauen, wie der Winkel aussieht. Der passt noch gar nicht. Aber jetzt können wir es nachstellen. Do the test again. Ich will jetzt mal noch dieses Teil benutzen und will an diese beiden Stücke an der Tischkreissäge 25 Grad eingestellt schneiden und dann werdet ihr sehen, wie cool das später aussehen wird. Es gibt ganz viele Möglichkeiten für neue Projekte. Dieses Mal habe ich hier auch schmalere Streifen geschnitten, dann seht ihr, wie das jetzt hier funktioniert. Jetzt kann ich das nämlich hier auch ein bisschen weiter runterbringen. Das ist schön. So, ein bisschen aufpassen, die Teile werden jetzt auch wieder wegfliegen. Hier seht ihr jetzt die zugeschnittenen Teile und die Gärung. Jetzt werde ich es mal mit dem altbekannten Klebebandpapiertrick zusammenbringen, wie als wenn es eine normale 55 Grad Gärung wäre.
Und schon haben wir jetzt hier einen schönen spitzen Winkel. Den könnten wir jetzt verleimen und hätten unsere Form. Das wäre vielleicht interessant, wenn ihr ein Dach bauen möchtet für ein Vogelhaus oder wenn ihr einen Stern für Weihnachten bauen möchtet, dann braucht ihr genau diese Vorrichtung, um diese spitzen Winkel schneiden zu können. Ich habe schon so ein paar Ideen, wofür ich es benutzen könnte und eventuell wird das ja das nächste Projekt, wo ich dann die Vorrichtung benutze, um diese spitzen Winkel zu schneiden. Aber ansonsten soll es das gewesen sein. Schreib mir gerne mal deine Meinung in die Kommentare, wie du die Vorrichtung findest und wofür du sie benutzen würdest. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Bleib munter. Oh, mal ein neues Outro. Und bis zum nächsten Video sage ich mal, wie immer, tschüss.